Hallo und herzlich willkommen zurück zur Familie Lemoncake. Die arme, arme Granny. Wir tun sie irgendwie so ein bisschen vernachlässigen in letzter Zeit. Wir müssen wirklich mal mehr mit ihr machen. Aha. Wartet mal. Also, wir haben ja fett Kohle bekommen. Spart mal hier. Ups, nein, das wollte ich nicht. Die wütenden Bilder hänge ich mal hier hin. Kann man hier wissen, ob man die nochmal braucht? Hihi. Sonst geil, gefällt mir das hier. Das hätten natürlich auch was. Na gut, lassen wir sie hier mal ein bisschen weiter zeichnen, malen, was auch immer. Ah, gut. Alte Bekannte. Nichts Besonderes hier. Ein bisschen umschauen, aber nee. Nee. Nichts Besonderes. Schade eigentlich. Naja. Huch. So. Hihi. Oh, sie ist kokett. Warum bist du kokett? Warum bist du kokett? Das du schreibst dein Buch da? Bitte was? Wieso schreibst du dein Buch an diesem Rechner? Du hast doch hier einen neuen. Oder weil da noch die Daten drauf sind. Na gut, dann mach halt da. Weil ich habe jetzt eigentlich jetzt hier so, weil das auch so Konzentration und ist irgendwie mal total alles egal. Aber ich mag jetzt ihr Zimmer. Ist vielleicht noch nicht perfekt. Bin auch wirklich dazu gestellt, sondern auch hier durch das Ding. Aber ist schon ganz neat, ne? Kann man mal nehmen. Wir müssen auch auf jeden Fall Granny noch im Hinterkopf behalten, denn sie, ach gut, ihre Energie tut sich wirklich sehr schön füllen. Die Gute muss ja halt auch bald raus. Sieht eigentlich von außen aus, mit den Fenstern. Das geht eigentlich, ne? Könnte besser sein, jetzt muss ich mal in die Pflanze durchirren. Naja. Gut, du bist fertig. Sehe ich gerade, du machst hier mal nichts irgendwo. Du, oh, das ist ja wunderschön, das verkaufen wir gleich mal. So schön finde ich das, den Sammler verkaufen. Wie bringt das überhaupt? Oh. Sehr schön. Machst du gleich mal noch ein realistisches Gemälde, meine Liebe? Bist du eigentlich schon voll mit deiner Kunst? Bist du voll mit deiner Kunst, ne? Ja, ist sie. Aha. Der bitte. Faluwa. Wanagua! Okay, du, meine Liebe, du stehst mal bitte auf. Du musst nämlich bald auch auf Arbeit sein. Na gut, sie geht auch direkt. Wenn wir 20.000 zusammen haben, oder ich weiß gar nicht, 20.000, ja, sag mal 20.000, dann gehe ich mal wieder so langsam Richtung unserer Bäckerei und schaue, ob wir da wieder einiges eingerichtet kriegen. Gucken wir mal, ne? Granny geht zur Arbeit, dann mach das mal, meine Liebe. Und da solltest du bitte ausgefallene Gerichte entwickeln. Fleißig arbeiten. Nur die Fleißigen kommen in den Garten. Was? Oh. Oh. Da war der Kuckelschirm aus dem Fenster und gucke, wer hier so vorbeiläuft. Aha, das ist wieder Jasmin. Die olle Zippe. Sonst ist hier nichts Besonderes los. Schade. Jip, jip. Dann würde ich sagen, wir spulen das alles mal ein bisschen hier vor. Wer bist du denn? Das sah ulkisch aus. Ah ja, sie schreibt auch fleißig weiter und hat dann auch Hunger. Gute Nacht, darfst du dann mal was essen, meine Beste. Öffnen. Was ist hier ein Gericht? Öffnen. Das können wir eigentlich schon mal weghauen. So. Stopp. Das, also erstens, das ist hässlich. Nein. Das verkaufst du. Hast du den neuen Computer deiner Schwester kaputt gemacht? Nein. Hä, was ist denn hier kaputt gegangen? Was ist das? Bücher zu Ende lesen. Das kriegen wir auch mal hin. Was ist das? Hallo? Programmieren üben? Ja, von mir aus. So. Ah, das ist kaputt gegangen, also. Dann reparierst du das mal, meine Liebe. Hihi. Wie sieht es eigentlich mit deinen
Oh, sieht sehr gut aus mit der Schule bei dir. Aber die sieht sehr schlecht aus. Oh mein Gott, Mathilda. Mathilda, du wirst dann gleich mal deine Hausaufgaben machen. Komm mal schnell, Michel. Oh Mann. Und du, meine Liebe, ich sag immer meine Liebe, ne? Das sind alles hier meine Lieben. Machst mal ein mit Badezusatz, Zitrusbad, Rosenblätter, Muskelentspannungsbad, Milch, Honig, Hafer, was weiß ich, Bad. Einfach mal so, just because you can. Mir. Dann spulen wir wieder mal ein bisschen vor. Bald müsste auch Granny schon wieder da sein. Ah, die kann ja dann mal ein paar schöne Kontakte knüpfen und auf jeden Fall auch mal duschen, glaube ich. Oh. Ersetzen, klar, Mann. Nein, das reparierst du am besten auch gleich mal. Danach darfst du das aufwischen. Was? Reinstampfen? Nein, um Himmels Willen. Brow the Brown. Ja, dann mach mal, meine Liebe. Mach mal. Du brauchst das. Was ist das? Was hast du da? Braucht Videospiele, weil nicht genug Videospiele gespielt hat. Oh, du musst aber jetzt Hausaufgaben machen. Mann, Mann, Mann. Und bei dir, wie läuft's? Sie gibt sich Mühe. Teile blind. Nein, das machst nicht du. Das machst du Teile blündern. Spulen wir mal ein bisschen. Los, plündere jetzt die scheiß Teile. So. Und das wegwerfen. Kann ich das mal übernehmen? Ja. Mobisene, dann futterst du mal was. Wie geht's dir? Du bist angespannt. Ja. Du nimmst ein Schaumbad. Sehr angespannt sogar. Ja, du brauchst auf jeden Fall auch noch Spaß. Oh Gottchen. Danach spielst du Bitblock. Danach kriegst du Spaß. Danach kannst du weiter schlafen. Hihi. Was hast du hier mit Mathilda rumalbern? Das kannst du auch mal. Nimm ein Bad mit einem Badezusatz. Ach Mist. Jetzt haben wir einmal ein Schaumbad genommen. Naja, was soll's. Ah, ihr redet nebenbei auch schön. Haha, es gab eine Bäschen. Und danach malst du mal ein surrealistisches Gemälde in groß. Brauchen die Kohle? Derbe, ich spachtel die leckeren Butternocki im Misch hinein. Huch. Darf ich mal wieder sehen? Oh, nein, darf ich nicht. Ist mir nicht erlaubt. Und los geht's. Oh, bist du fertig mit den Hausaufgaben? Oh, dann kannst du gleich mal die Zusatzhausaufgaben machen. Ist das nicht toll? Du brauchst keinen Spaß. Und danach? Selbstveröffentlichen, Exemplar Literaturzirkel schicken. Und danach das gleiche an den Verlag verkaufen. Oh, sie geht ab. Hihi. Ah. Sie ist konzentriert. Und sie hat auch voll Spaß. Gut, aber du musst trotzdem auch mal ins Bettchen, meine Liebe. Ja, brauchst du für deine Zusatzaufgaben auch noch ein bisschen. Na gut. Gut, dann spulen wir wieder einen ganz kleinen Weg. Und es läuft der Fernseher. Das ist schlimm mit euch. Ah. Mal ein bisschen mehr. Wir brauchen dringend die Kohle. Kepetrinidir. Oh, bin das ich? Das bin ich, hä? Warum laufe ich hier immer mal so übelst aufgepimpt rum oder als Pennerin? Kann ich auch einfach mal normal rumlaufen? Nee, die Option gibt's nicht. Ah, schlimm. Hanaberdedir. Das kannst du gleich noch verkaufen. Oh, schön. Arbeit kritisieren? Das hätte ich anders machen sollen. Ich meine, was will mir das sagen? Was soll das sein? Und überhaupt? Und, ach Gottchen. Naja, okay. Dann an Sammler verkaufen. Oh, Zusatzaufgaben abgeschlossen. Du kannst gleich mal vor Freude pinkeln gehen dann. Pip. Gut. Und da kannst du ein bisschen zocken. Spiele spielen. Die Zuflucht spielen. Was auch immer das sein soll. Aber du spielst es dann einfach mal. Und danach kannst du noch ein schönes Tischchen machen. Und auf ins Bettchen gehen. Weil morgen ist auch wieder Schule, meine Gute. Jamada Jam. Du kannst jetzt auch mal aufs Klo gehen. Aber es ist gerade leider Mathilda drauf.
Na, okay, dann geh oben aufs Klo. Nein, dann geh, nein, warte, warte, nein, dann gehst du bitte hier aufs Klo. Und dann malst du nochmal ein Pappartgemälde, bitte in groß. Na, mal gucken, wie viel das bringen wird. Was hast du jetzt hier? Oh, weg. Na gut. Nee, was hast du jetzt hier? Fade Umgebung. Ah, weil sie lange keine neuen Sachen mehr gekauft haben. Ah, wird schon werden. Mischle, mischle, mischle. Biabra. Oh, wieder mit dem Häschen. Das Häschen scheint sie gut zu finden. Gut zu finden, gut zu finden. Oh, ist das da? Ah, das ist da. Ich mag's da. Nachts soll ich wirklich mal ins Bett gehen. Ah, es gefällt mir jetzt auch nicht so hundertprozentig. Aber du kannst es. Oh, es bin gar nicht mal so viel. Schade. Na gut, dann gehst du ins Bettchen, meine Liebe. Schlafen. Du hast es dir verdient. Wo sind denn hier alle? Na, doch, sie ist auch schon im Bett. Hat sie geduscht? Ja, sie hat geduscht. Sehr schön. Und ab ins Bett. Boah, dass alle mal schlafen gleichzeitig, dass man das mal erlebt. Oh Gott, ja, wir müssen morgen zur Schule. Das tut mir schon fast so ein bisschen leid. Sie könnte eigentlich auch aufstehen, ne? Dibidi, du musst hier was zu essen öffnen. Ein Gericht nehmen. Du musst aufs Klöchel mit deinem süßen Popöchen. Danach kannst du auch ein Gericht nehmen. Öffnen. So, ein Stück nehmen. Und sie muss noch eine Runde schlafen, ne? Ja, aber sie ist. Wow. Die Betten sind echt gut, ne? Das ist der Wahnsinn. Und du so? Futterst gleich. Danach kannst du eigentlich schon auch mal ein neues. Danach gehst du mal wieder mal joggen. Das hast du schon so lange nicht mehr gemacht. Und was. Warum ist. Was ist mit der Umgebung? Ach, hier hinten. Ach Gottchen. Das werfe ich mal weg. So. Alles wieder okay. Danach gehst du joggen. Badadaba, ping. Los, Granny. Ah. Jetzt endlich mit deinem Job so, sehr gut. Und du musst in 8 Stunden arbeiten gehen. Mal gucken, ob hier irgendjemand rumläuft. Aber ich glaube, um die Uhrzeit ist es schwer, hier Gesprächspartner zu finden für dich. Ja, quatsche mal ein bisschen mit deiner Enkelin. Ein Tag verschönern. Absolute Brüste. Über nice Spiele reden, das gefällt dir bestimmt. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Lustige Geschichte erzählen. Mach mal so ein bisschen sowas. Ah, sie ist auch schon fast voll. Danach kannst du dann auch sich irgendwas hier nehmen. Ihr schind was? Hey, der Bejana. Kimber Durfee, Badedeli. Ich mag Dosen. Magst du Dosen? Besonders welche, wo Lamas drauf sind. Ach, Dosen, wo Lamas drauf sind. Das ist mein Traum. Die werde ich dann in meiner Bäckerei verkaufen. Dosen mit Lamas drauf. Das ist es. Das ist es. Genau das. Und nichts anderes. Ich kann mir mal vorstellen zwischen. Das vergesse ich immer wieder, ne? Aber es bringt auch nicht mehr so viel, weil wir kommen jetzt so gut immer an Geld ran. Brauchen wir das eigentlich auch gar nicht mehr. Goodie! Oh, ist aber nicht wirklich ihr Hunger. Sie hat immer noch Hunger. Öffnen. Dann nimmt sie sich nochmal was, bitte. Und Spaß ist auch noch ganz voll. Okay, dann futter das alles mal. Was hast du hier? Ach so, mit Freunden reden. Was? Was macht sie jetzt? Im Internet surfen. Weißt du, was du eigentlich stattdessen mal machen könntest? Dein Spaß ist doch voll, oder? Ja, gut. Mathilda, dann lass das mal bitte. Etwas lesen. Nein, du könntest ja stattdessen mal schreiben. Genrebuch. Science Fiction. Das ist auch viel besser. Ach, dieser tolle PC, ne? Ah, da hat sie schon was Schickes geleistet. Apokalypse morgen. Ja, mach das mal. Oh yeah. Bald geht auch schon die Schule los. Na, macht sie schon. Was ist jetzt hier?
Hat sie gerade gedampft? Was ist denn los? Tiefe Bindung. Komisch. Na gut. Liebe Granny. Wer läuft denn hier so rum? Oh, ein alter Sack. Guck mal, Granny, ein alter Sack läuft hier rum. Der passt doch zu dir. Versuchen zu beruhigen. Granny und Stacy? Lass doch mal Stacy in Ruhe. Oh, hallo. Versuchen zu beruhigen. Mach doch mal, Granny. Der ist wütend, der arme Mann. Dieser arme Mann ist verwirrt. Rennt er lang? Ach, Granny. Ach, Granny, du hättest dir doch wenigstens was anziehen können. Jetzt rennst du hier in deinen... Ach, Granny. Ist doch schlimm mit dir. Na gut. Nach Karriere fragen. Über Gourmet-Speisen reden. Jemanden parodieren. Tag verschönern. Er ist immer noch wütend. Und sie fühlt sich unwohl. Scheiße. Nein. Nein, ihr müsst... Nein, was macht denn ihr? Nach Tag fragen. Ach, Sachaza, ne? Du bist auch so eine Sau. Was? Geschickte Entschuldigung. Über Interessen reden. Nach Tag fragen. Für ein herzenkommendes Kompliment machen. Lustige Geschichte erzählen. Klopf, klopf, Witz. Tag verschönern. Okay, rennt halt einfach weg, die blöde Katie. Mir doch egal. Über Interessen reden. Kennenlernen. Nein, nicht flirten. Wobei, doch eigentlich schon. Noch mach mal flirten. Flirten. Schmeicheln. Kennenlernen. Und jemanden parodieren. Und vorspulen. Oh, wie wär's eigentlich, wenn du mal zur Schule gehen würdest, ne? Das wäre auch mal eine Option. Lustige Oh nein, lief da was zwischen den beiden? Und ich hab den jetzt angeflirtet. Das würde mir dann leid tun. Aber naja, das ist ja mein Kumpel. Am besten Köder reden. Kompliment über Aussehen machen. Fesselnde Geschichte erzählen. Über Kochen reden. Und dann auch mal auf Wiedersehen. Freundlich verabschieden. Auf Wiedersehen. Dann sehen wir mal wieder weg. So. Wie läuft denn das jetzt hier so? 4 Stunden bis zur Arbeit. Das wird knapp, meine Süße. Das wird knapp. Dann ernten wir mal ein bisschen Zeug. Kram. Und spulen. Und Kram. Und Kram. Noch so ein bisschen, Garten pflegen. Da freut sie sich. Oh, und wieder Fettkohle. Über 3000. Ne? Das ist eigentlich der Wahnsinn. Das ist schon fast kriminell, wie viel Geld wir kriegen für Mathildas Bücher pro Tag. Ihr müsst bedenken, pro Tag. Was ist das ja eigentlich? Verdorben. Pasta. Das kann man nicht verkaufen. Na gut, dann... Machen wir es halt weg. Das nervt mich gerade die Musik. Ich weiß auch nicht. Nee, komm, wir lassen sie an. Ich finde sie bestimmt ganz toll. Alles klar. Gas und Winde. Oh, der Killerpudel bringt gerade mal 1. Aber es ist doch Killerpudel. Oh Mann. Läuft anscheinend nicht so gut, der Killerpudel. Oh, jetzt zockt sie wieder eine Runde oder was? Ach, Mensch. Wenn du hier noch Mist machst, kannst du auch ernten. Ganz ehrlich. Deine Familie braucht das Geld. Du möchtest doch bestimmt deiner Familie irgendwann... Oh, wir haben Post bekommen. Schon wieder von Aaron. Na, Aaron. Du Oller. Ach, du bist einer. Rechnung bezahlen. 3000. Die können wir sogar bezahlen. Und da war gerade Cheese. Oh. Immer die gleichen Gesichter hier. Es ist so schade. Ah, na gut. Dann spuren wir noch ein bisschen. Man muss auf Arbeit... Ich verpasse das immer wieder. Oh, oh, du musst arbeiten. Mädel, du musst arbeiten. Guck mal, man muss ja eigentlich auf Arbeit sein. Dann gucke ich so und dann, oh mein Gott, sie muss jetzt auf Arbeit sein. Genau jetzt in diesem Moment. Scheiße, ey.
Okay. Da braucht jemand Spaß. Ne? Mach mal hier die Musik aus. Kanal wechseln. Guckst du mal ein bisschen, selbst mal ein bisschen durch. Und du? Dir geht's ganz gut, ne? Da kannst du ja ein bisschen was futtern. Öffnen. Was haben wir denn? Was ist denn das? Spinat, Fatata, Gourmet-Obstkuchen. Keiner will diesen blöden Obstkuchen haben. Dann machen wir den nicht mehr. Werfen wir den weg. Wenn den alle so ekelhaft finden. Meine Güte, ne? Gut. Dann machst du das dann. Gelangweilt. Oh. Danach schreibst du weiter an deine Apokalypse. Du guckst jetzt hier mal ein bisschen Fernsehen. Huhu, da freut sie sich. Oh. Debe, debe, debe. Oh, hat sie wieder eigene Hausaufgaben? Und hat sie einfach hier eingesteckt? Ach nee, das ist eine ihre. Oh, okay, ich habe nie was gesagt. Leg mal wieder hier hin, falls irgendjemand mal wieder Bock auf Hausaufgaben hat. Wie läuft es in der Schule eigentlich mit dir? Ah, vieles besser. Warte mal, dann würde ich mal sagen, du machst dann einfach mal Hausaufgaben direkt danach. Wie läuft es bei dir? Etwas schlechter, schade. Aber eigentlich doch so ganz gut, ne? Das ist auf jeden Fall sichtlich Spaß. Na gut. Ausschalten. Dann kannst du mal wieder ein realistisches Gemälde malen. Nee, oder? Ein Pappart-Gemälde bitte in einer kleinen Größe. Brauchst du mir vielleicht noch ein paar für die Bäckerei, so zur Deko. Das wäre, glaube ich, ganz süß. Was machst du denn hier so? Was ist das? Das ist eine Dose. Das ist eine Dose Fisch. Fisch. Nein, okay, die passt jetzt nicht so wirklich. Oh! Granny hat heute. Außerdem hat Granny tolle Arbeit geleistet. Ach, das ist ja schön. Glückwunsch, Sophie hat soeben ein Meisterwerk fertiggestellt. Das ist eine scheiß Fischdose. Alter. Verkauf das in eine Kunstgalerie. Ja. Es ist eine blöde Fischdose. Jetzt komm. Pop-Art-Gemälde. Noch mal ein kleines, bitte. Braucht dringend Urlaub. Oh. Nimm ein Schaumbad, meine Süße. Und danach futterst du was. Und gehst nicht ans Telefon. Nein, Katie, du nervst. Oh oh. Wir haben nichts zu essen mehr. Musst du wieder ein bisschen was kochen für deine Familie. Trifft sich gut. Ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht für deinen Shop. Deswegen kochst du mal. Nein, wir machen mal wieder Gourmet-Zeug. Ein Gourmet-Menü zu bereiten. Lachs mit Kräuterkruste. Boah, da krieg ich voll Hunger, wenn ich das höre. Boah, ich bestell, glaube ich, schnell was zu essen. Was machst du jetzt hier vom Pop-Art? Und das ist ja genauso. Das ist ja creepy. Mensch. Ich will, dass du was Süßes malst. Was Niedliches. Oh Gott, was war das denn? Das ist der Arsch. Hoffentlich malst du mal was Niedliches. Das ist doch, ich meine, da kriegt man doch Angst. Was ist das für Musik? Hat denn die Musik angemacht? Ich hatte damit nichts zu tun, ich schwöre. Okay, bist du fertig? Dann bitte verkauf das gleich wieder, das macht mir nämlich Angst. Dann sollen wir verkaufen. Machen wir mal nochmal ein Pop-Art-Gemälde. Ein klein. Oh, schön, du bist fertig. Ja, dann mach nochmal die Zusatzaufgaben, meine Süße. Oh Gott. Ist sie immer noch angespannt? Nein, es geht dir gut. Ey, dir geht's doch jetzt gut. Ach, weil sie nicht trainiert. Ist doch alles gut. Entspann dich, meine Liebe. So. Und dann kannst du ja mal hier das irgendwie pflanzen. So, weil ich das jetzt hier so sage und möchte. Dann verkaufe ich ihn nebenbei noch ein bisschen. Was bist du für eine? Ein gestreifter Blattfrosch braucht man nicht. Weg damit. Oh, sie ist fertig. Nee, doch nicht. Was wird das denn? Was ist das? Das erkennt, das kann. Ich erkenne gerade gar nichts. Hä? Wir werden schon noch sehen, was es ist. Ah, sie ist inspiriert. Sehr schön. Wow. Boah, ich habe mich gerade schon voll erschrocken. Ich dachte, es gäbe es jetzt hier im Feuer. Oh Gott. Granny. Granny. Geht gar nicht. Oh, Himmels Willen. Genau, dann futtern dann was. Und wie, was? Oh, das ist...
Irgendwie, ich weiß nicht, passt das vielleicht? Wir gucken mal. Ach, am besten. Oh Gott, geht's dir nicht gut? Nein. Sie hat vorhin schon so gedampft, habe ich mich gewundert. Sie hat Fieber. Und dann bestell mal was. Achso, ist von unten der Ton. Bestellen. Was hat sie hier? Krankheit mit Medizin heilen. Ja, ich bin schon dabei, meine Süße. Bestellen, Voodoo-Puppen. Man kann Voodoo-Puppen kaufen. Wie geil. Okay, ja, natürlich. Das merken wir uns auf jeden Fall mal. Bestellen, sammeln, Medizin. So. Ja, was macht sie? Kannst du gerne... Gut, das quatschen wir alle. Och, das ist so toll, wenn die Mädels hier so ein bisschen quatschen und so. Mathilda Lemoncake hat ihre zusätzlichen Aufgaben für heute beendet. Das ist sehr nice. Ja, ich weiß, ihr geht's nicht so gut. Oh, wie sie guckt, so. Oh. Nein, Mathilda, was machst du da? Mathilda, die Hausaufgaben sind für alle da. Gut, du bist auch langsam müde. Also ich denke mal, du hast auch ein bisschen Zeit, um an deinem Apokalypsenbuch weiterzuschreiben. Nein. Schreiben. Weiterschreiben. Das. Das und nichts anderes. Genau. Buch schreiben. Sehr schön. Irgendwie nervt mich dieser Sender. Ich weiß nicht wieso. Was ist das? Gott, Sender wechseln. Oh mal, das ist ein Backyard. So. Ich lasse dich hier noch ein bisschen aufessen. So, das heißt, wir haben keinen Hunger mehr. Dann kannst du ja die Medizin nehmen. Oh, das ist zweimal? Ups. Wo ist Messel? So. Oh, sozial ist bei dir jetzt auch nicht so titel, ne? Herbeirufen. Oh, irgendwie nervt mich das auch. Oh. Ich schaff grad irgendwie alles. Sender wechseln. Rieselung. Ich weiß auch nicht, wieso mich gerade alles stört. So, dann macht ihr mal so ein bisschen. Bitte was? Nicht schlafen! Was ist das mit deiner Enkelin? Tag verschönern. Verrückten Plan. Outfit zeigen. Lustige Dinge tun, auf jeden Fall. Bewunderung ausdrücken. Ja! Was hat sie jetzt? Hausaufgaben beenden. Das machst du bestimmt irgendwann mal in deinem Leben noch. gut. Dann kannst du dann noch mal ein kleines Pop-Art-Gemälde malen. Danach würde ich mal sagen, das geht Richtung Bett. Das ist ja eigentlich... Nee. Das ist immer so... Anordnen. Ja, komm, machen wir das so. So, ist glaube ich besser. und Cranny. Du musst glaube ich noch ein bisschen was kochen, ne? Wenn ich hier so gucke. Oh, du musst noch wirklich ein bisschen was machen. Gummi-Menü, super riden. Dann machen wir nochmal Spinat-Fritata. Fritata-tata-tata. Noch eins. Ich weiß nicht. Mehrstöckige Torte. What? Ja. Und noch ein Salat. Eine mehrstöckige Torte, ne? Jetzt geht's ab hier. Boah. Ich hab auch ein. Oh, geil. Ich hab ein bisschen Angst, denn wir brauchen auch. Oh nein. Ist das denn ernst? Reparieren. Auf jeden Fall dann den Kühlschrank reparieren, sonst wird er alles schlecht. Ja, ich weiß, du bist sehr müde auch, aber das kann jetzt hier nicht. Oh mein Gott, die Torte ist echt geil. So, mach bitte weiter. Ich bin gerade leicht überfordert. Ja! Oh mein Gott. Cranny, du schaffst das. Genau. Guck, und jetzt reparierst du den. Genau. Danach säuberst du das und dann wischst du das hier auf. Bitte. Und danach kannst du ins Bett gehen. Oh, meine Güte. So, und du schläfst hoffentlich.
Sehr schön. Gut. Oh Gott, es geht runter und drüber hier. Und wir werden bald wieder etwas bauen in unsere Bäckerei. Oh yeah. Ja, ich würde gerne halt eben auch wirklich wieder einen guten Herd bauen, aber ich glaube, der hat 13.000 gekostet und da war wieder sehr viel Geld weg. Wirklich sehr viel Geld. Es ist vielleicht schon ein etwas schlechterer Herd. Na ja, mal sehen. Dann sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play it. Sims 4 mit Familie Lemon Cake. Oh, Granny. Das wird schon noch. Oh.